Plastikmüll, die größte Gefahr im Meer. Plastikabfälle werden an den Stränden angeschwemmt, schwimmen auf der Oberfläche oder sinken bis zum Meeresgrund. 5000 Milliarden Plastikabfälle befinden sich aktuell in unseren Meeren, was 269.000 Tonnen Müll entspricht. Ein Großteil des schwimmenden Mülls sammelt sich in den 5 großen Meereswirbeln, die sich durch Meeresströmungen bilden, an. Der größte, auch der 7. Kontinent genannt, befindet sich zwischen Japan und den Vereinigten Staaten und könnte bis zu 3,4 Millionen Quadratkilometer groß sein, also 6-mal so groß wie Frankreich. Alle diese Abfälle, 100% menschlicher Herkunft und von denen 80% aus dem Inland kommen, gefährden die Unterwasserwelt. Jedes Jahr landen 8 Milliarden Plastiktüten in der Natur. 690 Meerestierarten sind direkt von dieser Umweltverschmutzung bedroht. Jedes Jahr sterben 1 Million Vögel und 100.000 Meeressäugetiere. 80% der von Surfrider an den Stränden, See- und Flussufern gesammelten Abfälle sind Wegwerfprodukte wie Plastikflaschen, Wattestäbchen, Plastiktüten oder auch Zigarettenstummel. Die Ozeane brauchen unseren Schutz. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern.